Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Ja, wir sind heute bei Holz Kurz Scholz unterwegs. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir schauen direkt rein ins Video. Lasst gerne ein Abo, lasst gerne ein Sub da, würde ich mich sehr freuen. Täglich 12 Uhr kommt ein neues Video. Und wir sind heute mehr Lumen als Verstand, LED-Umbau, Holz Kurz Scholz Official. Ich bin gespannt. Heute wird die Werkstatt umgerüstet. Habe ich schon Däumchen? Däumchen habe ich schon da gelassen. Na, da ist doch. Prima. Wir kümmern uns heute ums Grubenlicht. Grubenlicht. Was? Die kümmert sich heute ums Grubenlicht, habe ich das richtig verstanden? Ja, ich war ja bei Holz Kurz Scholz vor Ort gewesen, der ein oder andere von euch hat es ja mitgekriegt auf Instagram oder so. Und da haben wir zwei geile Videos mit denen gedreht, mit den Jungs, hat mega Spaß gemacht. Wir wollen heute die... Und ich kann euch sagen, der Locke ist ein total geiler Typ, passt in die Welt, ist total geradeaus. Ich feiere den, wir haben uns super verstanden. Und der Benjamin, der daneben steht, den kenne ich auch schon. Das ist der Elektriker. Und der war auch da gewesen. Und das kann ich euch sagen, ist erstens ein Top-Typ, super nett. Und der hat was drauf. Die Grubenlampen wegmachen heißt, wir haben das Problem, dass wir die alten Leuchtstoffröhren haben von Ostzeiten noch. Die wollen wir jetzt vernünftig. Das ist wirklich Ostzeit, war. Also tiefste da Ostzeit. Da steht noch Nava drauf. Nava. Ja, okay. Okay. Und wir haben das Problem, dass wir halt nicht genug Licht haben. Teilweise sind sie kaputt. Und natürlich ökologisch vollkommen am Leben vorbei. Das ist das Hauptproblem. Also da ist wirklich der Spareffekt. Ich spare Geld, indem ich einfach vernünftig. Wir bauen ja LED ein, komplett. Wie viel Lumen hat so ein Scheißding? Wahrscheinlich hast du wohl übertrieben. 2000. Eine. Ja. Ist das viel? Genug. Ja, Arbeitsschutzvorschriften haben wir super eingehalten. Wir fahren mit dem Stapel hoch, der an der Kiste festgebunden ist. Nee. Ja, doch. Wir fahren mit der Kiste hoch, die am Stapel festgebunden ist. Genau, meine ich doch. Wir fahren mit dem Stapel hoch, die an der Kiste festgebunden ist. Fakt ist eins. Ich glaube, das wird energietechnisch richtig krass werden. Ich hoffe, es gibt da noch so einen kleinen Vergleich, um wie viel sie wechseln oder so und was man vielleicht am Ende auch spart. Fall, oder nehmen euch da schauen wir mal. Mit. Und seht, also vorher, nachher wird wahrscheinlich extrem. Wird heute ein langer Tag? Jo. Wir haben jetzt 12 Lux auf dem Boden. 8 bis 12. Kannst du das messen oder kannst du das einschätzen? Messen. Na, dann sind wir mal gespannt, wie viel Lux wir das haben. Der Benjamin. Wir nehmen euch jetzt mit. Der ist cool, der Typ. Los geht's. So, genau. Also, wir sehen jetzt schon mal einen Unterschied, wa? Alt? Oh, krass. Neu. Krass, hier sieht man schon den Unterschied. Das ist die alte Lampe, das ist die neue Lampe. Boah, Junge, das ist halt LED, ne? Wie hell die leuchtet und wie dunkel die ist. Krass. Echt heftig. Nee. Krass, also der Unterschied ist auf jeden Fall krass. Unsere Arbeitsbühne quasi. Funktioniert einwandfrei. Dort hinten haben wir einen Waschplatz, weil wir müssen natürlich die Waschplatz. Leuchtstoffröhren, also die sind ja so glasummantelt, zeige ich das mal. Ah, das ist schön. Haben wir immer sauber und immer dreckig. Guck mal, also hier haben wir dann quasi die sauberen liegen. Ach, diese Röhren, wo die drin sind, klar, und logisch. So sehen die natürlich auch. Ah, ja, alles klar. Ja, das ist krass. Gut 20 Jahre Staub. Und Zweck hat natürlich auch ein bisschen was gemacht und wir bauen jetzt für den Ostrahmen. Ich habe vielleicht noch bitte das Essen im Gesicht. Wir bauen jetzt von Ostrahmen LEDs ein. Und zwar haben die 3700 Lumen eine Birne. Manche gehen nicht, manche sind schon. Also ihr seht ja auch selbst. Wir haben hier so noch ein paar Streifen, die müssen noch ersetzt. Wir haben ihn gemacht. Also hier ist auch wirklich ganz viel Arbeit dran. Und das ist wirklich krass. Wir werden mit Benjamin nachher mal rechnen, was die Halle pro Tag theoretisch verbräuchte. Ah. Bei 8 Stunden liefert, also Laufzeit mit den alten Röhren. Und dann mal, was die neuen Röhren jetzt am Tag circa kosten. Für diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben, für unser Event, für unser Holzkunst-Scholz-Event im Mai, schaut mal auf unsere Internetseite www.holzkunst-scholz.de. Da gibt es immer wieder, wöchentlich werden die Informationen und Sachen aktualisiert, was passiert, wo es ab, was ist auf dem Ablauf, was ist wann geplant. Das ist wirklich also krass. Da gibt es richtig viel. Da habe ich mit Blogger auch sehr viel drüber unterhalten. Und für alle, die es noch nicht geschafft haben, da ein Ticket zu kaufen, www.reservex.de. Ja. Ich werde mich jetzt weiter mit Benjamin noch um diese ganzen Sachen kümmern. Also darf ich mich mit Locke auch drüber unterhalten, was sie da alles so vorhaben und so. Das wird auch in ein Video kommen. Also wir haben da auch ein schönes Video gemacht und das wird echt interessant. Also das wird eine geile Veranstaltung. Ich bin da selber ja auch vor Ort. Damit sie auch einfach hell wird, weil so wie es jetzt war zum Schluss, war das Arbeiten nicht wirklich gut möglich. Also das hat nicht so viel Spaß gemacht.
Ach, die Handwerker. Kommen Sie auch schon? Nanu, der Chef gar nicht. Ah, Mensch. Mensch, aber Herr Pfarrer, ich habe jetzt gerade Kamera an. Die Jacke spannt ganz schön, wa? Einen schönen guten Tag. Das ist mein Pfarrer. Warte mal, ich muss mal gucken, wer mich anruft. Pfarrer oder Fahrer? Hat er jetzt Pfarrer gesagt oder Fahrer? Du nimmst quasi die alte Lampe raus, ersetzt den Starter und dann machst du die neue Lampe wieder rein. Wenn es funktioniert, wir hatten heute schon ein paar Mal die Sache, dass es nicht funktioniert hatte. Also es war alles vom Kabel. Ey, guckt euch doch mal, wie hell das schon ist dahin. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ausgebrannte Lampe bis über kaputte Starter hat man ja auch. Die alten. Die alten, ja, aber das Vorschaltgerät war kaputt. Die Sicherungen im Kasten waren kaputt. Und wir haben es jetzt, passt mal auf, guck mal, wir haben es jetzt hier. 16:57 Uhr. Okay. Also wir arbeiten noch ein bisschen und zeigen euch dann mal den Unterschied zwischen vorher und nachher. Hell und dunkel? Ja, zwischen hell und dunkel. Selbst mein Vater ist noch ganz fleißig dabei. Guck mal, wie hell die Lampe da hinten ist. 20.000. Lampe. Und wie dunkel das da hinten ist, das sind doch die alten. Krass. Ja, also. Also was für ein Unterschied. Viel, und ist echt viel. Bei weniger Verbrauch, aber, das ist ja das. Ich sehe es entstehen, wie ich mir das vorstelle. Klingt bescheuert, wa? Klingt ein bisschen egoistisch. Ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch. Boah, aber ist aber seine Firma. Wir reden ja immer noch von Traumverwirklichung und das mache ich hier. Und wem es gefällt, dem gefällt es. Und wem nicht, dem nicht. Ja. Man muss glücklich sein, selber sagen, glücklich sein. Da oben, und ich kann euch was sagen, Leute. Also wirklich vieles nicht möglich. Und werden wir hier auch noch nicht so weit wie. Ich kann euch was sagen, Leute. Ich kann euch aber nichts verraten. Ich war ja dort gewesen vor einer Woche. Diese Container hier und dieser gesamte Bereich hier hinten. Also wir haben ja auch dort gefilmt. Wir haben es nicht versucht, alles aus der Kamera rauszulassen und so weiter, weil Locke euch das natürlich zeigen möchte und so. Aber irre. Irre, was die schon gebaut haben. Immer wären auch alle aber Leute, die hier mithelfen. Es sind wirklich viele, auch Sven Winkler, Malermeister, ganz viel mitgemacht. Ich glaube, den habe ich auch kennengelernt, den Malermeister, ich bin mir ganz sicher. Oder aber alle Leute, die im Hintergrund sind und mithelfen, das ist echt viel. Mein Vater auch relativ viel in letzter Zeit. Und das ist so, weißt du, so wie so Hausmeisterposten. Man braucht für jeden irgendwo was zu tun. Also ist viel. Danke mal vorab. Und wir nehmen euch dann wirklich noch, ich komme da nochmal auf euch drauf zu, wenn alles so getauscht ist. Wir haben da nochmal eine Rechnung, wie viel wir sparen. Also Benny, du hast gesagt, wir haben jetzt einen Verbrauch pro Leuchtstoffröhre von 70 Watt. Vorher 70 Watt, jetzt 26 Watt. Ja. 26 Watt. Ein Drittel also fast. Nicht also, ganz ein Drittel sparen, also ja. Nicht ganz zwei Drittel sparen wir, aber fast. Und die der Umwelt kommt das natürlich auch zugute. Das ist natürlich heftig. Muss man ja mal so sagen. Aber 26 Watt LED sind natürlich auch 260 Watt, also so ungefähr vom Umrechnen her, man sagt 1 Watt LED sind 10 Watt normale Röhre, 260 Watt. Und vorher waren es 70. Und ich weiß auch, warum so viel heller ist. Also hier kommt ja drüber unser, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich möchte, wenn ihr hier reinkommt, dass Einkaufen ein Erlebnis wird und dass ihr alle zugucken könnt. Und wenn ihr hier reinkommt, möchte ich, dass ihr wie bei Harry Potter in der Winkelgasse steht. So soll das später mal aussehen. Jetzt werden alle denken, der ist völlig nicht ans Biene. Stimmt doch. Wir haben jetzt hier oben. Ich kann euch aber sagen, es wird so werden. Das ist echt krass. Das ist krass, was die bis jetzt gebaut haben. Benjamin, Locke ist, was das betrifft, Stück, wirklich nicht ganz ja, Biene, aber ja, es ist so geil, er zieht das durch und er setzt das um. Und aber ich finde das klasse. Was du gerade machst. Du machst jetzt quasi diese Lampen, die wir nicht permanent brauchen, nimmst du aus der Sicherung raus. Habe ich das genau richtig mitgekriegt? Also wenn hier... du kannst mir natürlich auch sagen, welche Sicherung ich reindrehen muss, damit die gehen. Dann müssen wir gucken. Nein, das ist doch die beiden kaputten Schütze noch. Ach so, deswegen... Das sind ja hier... Guck mal, der Heiter. Guck mal hier, das ist richtig Oldschool DDR, oder? Das ist nicht Oldschool DDR, das ist Technik. Was ist denn das? Keile. Wofür? Die kannst du kriegen. Weißt du das? Keile. Der ist so geil, der Benni. Ach so, haben sie den Schutz gebrückt? So hab ich sie gebrückt. Ach so. Weil wir hatten ja das Problem, dass wir ja teilweise zwei oder drei Lampenbänder hatten, die nicht funktioniert haben. Und da muss man den Schutz brücken.
Damit es funktioniert. Das Schütz per Hand auslösen, ja. Ah. Und damit ja nicht, weil sonst müsste ja einer den ganzen Tag stehen und das drücken. Macht keinen Sinn. Haben wir uns einen wunderschönen Keil genommen von der Fliesenlege. Ah, ich sehe, du bist doch wirklich, also in Not macht der Finder schon. Ja, weil der aussieht. Wir haben geil. Gesagt, es sind geil. 8 Bänder. Bänder? Zu geil. 6 Lampen mal 2. Wir haben 96 Röhren heute verbaut. Richtig. Und so. Jede Röhre hat 70 Watt. Also mal 70. Das rechnen wir 7 mal 0, mal 0,30 Cent jetzt mal angenommen. 30 Cent? Oh, die gibt es nicht mehr, oder? Gibt's 0,3. 2,10 Euro. Jetzt kommt die Sache schon her. Das mal, nehmen wir mal 10 Stunden, die bin ich ja meistens hier. 21 Euro kostet mich das Licht am Tag. Und jetzt mal 20. 21 am Tag. Dieses Ding mit Licht 400 Euro bei 20 Arbeitstagen. Sache, 420 Euro. Genau. Brutto. Viel. Ja. 420 Euro im Monat, nur dass in dieser Halle das Licht brennt. 420 Euro Stromkosten, nur dass in dieser Halle das Licht brennt. Jetzt haben wir ja theoretisch ein Drittel. Also durch drei. Also wir haben jetzt ein Drittel Stromkosten für das Licht. Im Gegensatz zu vorher. Das mal so in Zahlen gerechnet, tut echt weh. Das ist krass. Das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass, ja. Alter Schwede, das, das ist echt krass. Ehrlich? Das ist so, da ist er jetzt so bei, sagen wir mal, 150 Euro? Nee. Spart er vielleicht. Also musst du knapper sparen, also was auf. Zu 250 Euro im Monat spart er jetzt ungefähr, wahrscheinlich. Oh. Nur mal ganz, ganz grob. Da hat sich natürlich das doch schnell amortisiert, was die Lampen betrifft. Das muss man ganz klar sagen. Die Anschaffung, die werden ja nicht billig sein. Also in drei Monaten haben sich quasi unsere Lampen amortisiert. Heißt das amortisiert? Richtig. Aber dann musst du halt alle laufen. Hab ich gerade gesagt. Jetzt kümmern wir uns noch darum, dass wir nachher am Ende. Richtig, es geht ja noch weiter. Wir machen mit Benny einen Termin. Wir schalten die dann nur sequenzenweise so, dass wir. Also, das kommt alles. Das ist eine sehr gute Idee. Ja? Weil das ist so richtig oldschool. Und wir wollen das quasi so lösen, dass wir nur die Arbeitsflächen, die wir brauchen, beleuchten. Richtig. Also, immer bloß drei Bänder als Beispiel. Das ist gut. Damit wir dann halt noch mehr Geld sparen. Oder wenn wir halt nur mal durchlaufen im Winter oder hier die Halle zumachen. Im Endeffekt noch 6 Lampen oder 10 Lampen hier drin leuchten, dass überhaupt eine Grundbeleuchtung drin ist, dass man hier ganz entspannt nochmal durchlaufen kann und Feier machen kann. Ich sag ja, der Benni hat was drauf, das ist ein schlaues Köpfchen. Also der kann was. Vorne, was man Showroom werden soll, gar nicht beleuchtet erstmal. Ja. Weil ich sag mal, das Probenlicht reicht jetzt, das ist ehrlich, boah. Also in Zahlen gefasst, das ist echt viel. Und jetzt, wenn du so rüberlegst, das Probenlicht auf der Seite, verbraucht genauso viel Strom oder sogar fast noch mehr als das, was dahinter ist. Ja, und hier hängen bloß noch 2 Reihen. Ja. Das ist eigentlich krass. Das ist gerade ein bisschen erschreckend für mich. Also überhaupt mal, was so Energieeffizienz anbelangt. Ja. Das ist tatsächlich aber auch ein großes Thema. Was diese Leute, die also Südzucker, die hier früher produziert haben, was hier an Strom alleine für die Werkstatt, also nur für das Ding durchgelaufen ist. Gott. Jeden Tag, und glauben wir, die haben die Vents draußen helfen nicht ausgeschaltet. Das ist, man muss aber dazu sagen, das stimmt, die haben viel, viel mehr Strom verbraucht, aber die haben wahrscheinlich trotzdem weniger bezahlt für heute. Das muss man so dumm einfach mal sagen. Fakt ist ja jetzt, wir sparen, wo wir können. Ne, alles LED, wir haben ja auch beim Haus hier alles LED, dies, das, Ananas, aber du bezahlst ja trotzdem, du bezahlst ja mehr wie sonst. Bezahlst ja mehr wie vor 10 Jahren. Obwohl du weniger verbrauchst. Komisch. Irgendwie. Jetzt erstmal noch für Clip. Was wir machen? Wie soll das denn mal weitergehen? Ja? Dann machen wir nachher eben aus und eben an. Einfach nur so. Grauenhafte Welt. Und ich verabschiede mich, oder wir verabschieden uns trotzdem schon mal von euch. Ich hoffe, wir konnten euch gefallen. Ja, das ist, also, aber ihr seht ja, das ist mein Tag. Das ist mein Leben. Das ist meine Berufung. Und Strom macht klein, schwarz und hässlich. Das ist mein Endsatz dazu. Bis später. Krass. Das ist schon krass. Das ist schon echt verdammt krass. Ja, irre, Alter. Das ist ja völlig irre, wie hell das ist. In diesem Sinne. Die Lux haben sie vergessen. Scheiße, die Lux hätte ich noch gerne interessiert. Willst du noch was sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich gehe jetzt nach Hause. Du fährst jetzt nach Hause. Ich fahr jetzt nach Hause. Bis dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Geil. Coole Sache. Muss man wirklich sagen. Vielen Dank fürs Video, muss ich ehrlich sagen. War cool gewesen, war interessant gewesen. Ich mag diese Umbau und diese Bekleidung vom Umbau.
und alles. Finde ich klasse. Was schreibt man? Interessant und cool dabei zu sein. Übrigens so ein Steak. Oh, warte, ey, ich kann ja aber wieder fettfingern heute hier. So ein Steak würde ich auch mal wieder essen. So, okay. Gut, in diesem Sinne, schaut mal kurz vorbei. Links natürlich in der Videobeschreibung. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss und ciao.